Jetzt. Einen wunderschönen guten Tag. Heute möchte ich mal was kochen. Was richtig fieses, ekliges. Ich kenne so einige, die nehmen das tagtäglich zu sich. Ne? Also ich habe hier zur Hauptzutat, Rauchen bedroht ihre Potenz. Aber meine nicht, kann ich schon mal sagen. Wichtiger Ne? Punkt, ne? Wir kochen heute eine leckere Suppe. Davon nehmen wir mal ein paar von diesen Dingern hier. Ne, mach die schön klein. Ne? Immer alles so schön ins Töpfchen rein. Weil das ist ja eh alles so Gift. Ne? Dass das ein bisschen zügiger geht, kann man auch schon mal drei auf einmal nehmen. Ne? Man sagt auch drei auf einen Schlag. Richtig. Und man sagt auch einfach, diese Kacke hier wird eine leckere, ekelhaft erregende Suppe. Schauen wir mal in den Teller. Ih, Ne? die Zutaten sind ja Weil widerlich. so einen Dreck braucht man nicht mehr. Den braucht man einfach nicht. Es ist einfach nur Dreck, widerlich. Ne? Und man richtig schön klein machen. Ne? Am besten vielleicht auch mal ein bisschen stopfen. So, dann haben wir die Hauptzutat. Jetzt brauchen wir Wasser. Brauchst du einen Weil, Löffel, Ralf? ja, ein Löffel wäre nicht schlecht. Weil Brühe, genug Nikotin- und Teerbrühe haben wir. Pfui, Teufel. So. Weil man ja Kaltraucher ist, wird diese ganze Kackbrühe auch kalt serviert. So, jetzt kommt die große Quizfrage. Wer möchte gerne so ein Löffelchen davon genießen? Ich Ekelige. für meinen Teil sage nein. Weg mit dem Dreck. Ich habe hier was ganz Besonderes. Nikotinfrei, teerfrei. Ein ganz neuer Genuss. Die Entscheidung ist Dreck oder gesund. Ich habe mich für gesund entschieden. Also Nikotin war gestern, heute ist Dampf. Viel angenehmer mit einem Hauch vom